ein paar neue Drinks. Ihr werdet euch bestimmt was finden, was euch gefällt. Ja, boah, Pistazie-Sauer klingt schon mal übelst geil. Ich finde ja, Last Word klingt, als wäre das so, das ist der letzte Drink und danach kannst du nach Hause gerollt werden. Ich kann so nach allen Drinks nach Hause gerollt werden, weil ich gar nichts vertrage. Ja, sind wir schon zwei. Ja, aber Chartreuse ist schon auch ein sehr geiles Getränk. Hast du lange geübt, dass du es auch richtig aussprichst? Chartreuse. Das klingt schon sehr professionell. Ja, ich mag Französisch. Ich finde immer so, du musst halt auch so, du kannst nicht einfach, man muss einen Vibe auch ausstrahlen können, wenn man einen Drink ordert. Deswegen, ich nehme Pistazie Sour. Ja. Weil ich denke heute, das bin ich. Ja, ich nehme Himpresso Martini, weil ich im Urlaub immer Espresso Martini getrunken habe. Sehr gut. Und das erinnert mich an Urlaub. Das ist gut. Sag mal, wenn du in so eine Bar gehst, was ist da dein Ort? Was ist so, hast du so eine Richtung, nur da setzt du dich hin oder letzte Ecke vom Laden, ganz vorne? Es ist ganz unterschiedlich. Ich habe nicht einen Lieblingsbereich in einer Bar, aber ich sitze tatsächlich gerne an der Bar. Also früher als Fünfroni, die Baristin, mit der ich schon seit 13 Jahren arbeite, waren wir viel in Bars und da saßen wir immer an der Bar. Das war sehr witzig. Ich habe mal an der Bar gearbeitet. Wie lange? Ich glaube 1,5 Jahre und dann habe ich im gleichen Laden gekellnert, weil das Trinkgeld war dann war geiler. Dann mehr Geld zu verdienen, vor allem wenn man es Trinkgeld muss man nicht versteuern. Und das war in der Nachstudentenzeit und ich habe Geld gebraucht. Direkt mit den Hacks anfangen, was man nicht versteuern muss. Weißt du, so eine Sachen, das weiß man nicht. Ich weiß sowas nicht. Wenn man in der Gastro arbeitet, weiß man das. Man weiß alles einfach. Ja, Mann. Hast du auch was zum Anschluss? Ich habe auch was zum Anschluss, ganz crazy. Ich finde es sehr wild, dass hier einfach Sprudel und stilles Wasser einfach auf vom Tap kommt. So, ich kenne das sonst nur von Amerika, also aus Amerika. Wie lange hast du da gelebt? Gar nicht, ich war zu Besuch nur da, aber da ist das ja eher so, und da haben die so Schläuche mit so Sprite und sowas für Longdrinks, dass das schneller geht. Oh. Das finde ich auch praktisch. Oh, geil. Das ist sehr lecker. Ich wollte das gar nicht trinken, weil es so toll riecht. Und ich habe deswegen, ich bin so getrunken. Ja, und dann habe ich, wie greifst du das Glas nochmal? Eigentlich schon. Komm. Ganz dringend. Wir machen einen Switch. Ja. So, greifst du oben. Oder je nachdem. Ich glaube, man darf nicht. Man darf eigentlich so, ne? Genau deswegen. Es gibt doch auch so bestimmt so Regeln. Ich kann da sowas ja gar nicht. Ich bin so. Meine Oma war da sehr into. Also solche, fasst nur so an den Stiel, weil sonst wird halt das Getränk, also gerade bei Wein, sonst wird halt das Getränk so schnell warm. Und das ist ja auch auf Eis geshaked, also es ist ja auch kalt. Mhm. Aber ich habe gerade so das gegriffen. Warte mal. Cheers. Kuchen im Glas. Oha, auch geil. Ja, willst du auch, ne? Ich will meinen Geld. Lasst euch jetzt mal bei euren Drinks. Wir sehen uns später nochmal wieder. Cheers. Ja, ganz viel Spaß. Danke, schmeckt lecker. Sehr gut, ich leite es weiter. Aber hast du auch gerochen? Ich habe auch gerochen, natürlich habe ich gerochen. Erst riechen, dann trinken. Was sind deine drei Weisheiten vom Leben gelernt? Ich habe das Gefühl, wir können direkt damit starten, weil du gerade schon so Sachen raushaust. Drei Weisheiten. Ich glaube, eine Weisheit, ich habe eigentlich nicht sowas wie Lieblings oder Dinge, die so Favorites im Allgemeinen, egal ob es um Kunst geht oder um so Farben oder keine Ahnung. Aber ich habe einen Spruch mal gelesen und fand es so treffend und für so viele Bereiche anwendbar. Und deswegen mag ich den sehr gerne. Und wenn mich jemand nach meinem Lebensmotto fragen würde, dann würde ich wohl das antworten. Und zwar ist es, nothing is permanent. Weil ich finde, das so, das hilft einem in jeder Phase, wenn es einem scheiße geht, weiß man, es geht vorbei. Und wenn es einem sehr gut geht, dann ist man bewusster dabei, das gerade zu genießen. Wie leicht fällt es dir jetzt, in der Gegenwart präsent zu sein, gerade nach dem ganzen Tourrausch? Wie ist es? Also eigentlich kann ich inzwischen sehr gut in der Gegenwart leben. Das fiel mir sehr lange sehr schwer, weil ich immer an den nächsten Schritt gedacht habe und ich dadurch auch das Gefühl manchmal hatte, ich habe so ein bisschen mein eigenes Leben verpasst. Aber jetzt inzwischen bin ich da sehr gut drin. Jetzt ist aber gerade eh noch so viel los. Ich bin jetzt nicht zurückgekommen und konnte chillen, sondern ich habe sehr viel Arbeit gerade. Und ich habe die Tour noch gar nicht so richtig Revue passieren lassen. Aber das mache ich dann übernächste Woche. Nächste Woche habe ich noch 2 Konzerte. Und danach mache ich das. Was würde denn so... Was hält denn, wenn ich jetzt gerade so Tourrausch auch sage und du sagst eben genau noch gar keine Zeit gehabt, das alles so richtig zu verarbeiten auch. Was,
Was bedeutet ein guter Rausch für dich? Sich gehen lassen können. Das finde ich voll wichtig, dass man nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt, ob man was Unschlaues gesagt hat oder dass man sich selbst irgendwie die ganze Zeit so zurückhalten muss, weil man das Gefühl hat, man ist vielleicht zu anstrengend für andere oder wenn man sich so frei fühlen kann in der Situation. Also wenn du nicht darüber nachdenkst, das bin gerade alles ich und ich nehme ganz viel ein, sondern einfach raus in alle Richtungen sich auch ausdehnen können. Ja, wenn so. Jeder Mensch, der im Raum ist, so sein kann. Ja. Also wenn alle sich nicht verstellen oder anpassen müssen, sondern man gemeinsam einen guten Vibe hat einfach. So, ja. Also selbstverständlich, ohne dass ich dafür viel anstrengen zu müssen. Das finde ich ziemlich gut. Das kann man auch nicht mit Ansage machen, oder? Ich glaube auch, das ist Übung. Ja. Also ich habe auf jeden Fall durch Therapie gelernt, dass man viel, viel mehr verstellen kann, wie man es sich selbst zutrauen würde. Wo siehst du dich jetzt, wenn du dich richtig fallen lassen kannst? Wo wäre das und wann wäre das? Hast du da so ein Happy Place-Szenario für mich? Boah, voll viel. Also ich muss sagen, dass der Moment, der mir am meisten Ausgleich verschafft, ist tatsächlich, wenn ich schreibe. Das klingt so cheesy, aber es ist so, ich habe nämlich gerade übelst viel Stress und hatte psychisch auch so ein bisschen Probleme deshalb. Und gestern, ich hatte die ganze Zeit auf Tour, habe ich ein paar Beats gebaut und ich hatte die ganze Zeit schon so eine Idee. Und gestern war ich im Studio und eigentlich hätte ich das gar nicht machen dürfen, weil ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Aber ich habe gedacht, ich muss es jetzt machen, damit ich so ein bisschen Ausgleich habe. Und dann habe ich einfach 3-4 Stunden nur produziert und die Hook fertig gemacht und geschrieben. Und das hat mir so, so gut getan, weil ich danach war ich wieder viel, viel gechillter. Also das hilft mir total. So ganz alleine vor allem. Alleine Musik machen, das finde ich am geilsten. Sollen wir alle wegbleiben, ne? Nee, aber da kann man halt, da macht man sich eben auch keine Gedanken, ob das, was man gerade macht, irgendjemandem gefällt, sondern man macht es ja nur für sich selber. Ich glaube auch, das ist so wie eine Brainstorming-Methode, dass man auch erstmal alles raushaut und dann kommt man, irgendwann kann man dann auch ich stelle mir jetzt so vor, wenn du alleine im Studio bist, dann kann man halt auch mal eine total eigentlich abgedroschene Line singen, meinetwegen. Genau. Und das beurteilt den Moment nicht, niemand, du denkst selbst nicht darüber nach, du machst es einfach, um dann dahin zu kommen, was du eigentlich sagen willst vielleicht. So stelle ich mir das im Idealfall vor. Voll. Ich will die Magie aber auch nicht brechen, da musst du gar nicht. Aber das ist auch wirklich so, also dieses freie Arbeiten, ich glaube, viele Leute können das sehr, sehr gut mit anderen Menschen zusammen, weil sie vielleicht auch mehr geübt haben, so sich dem auszusetzen, aber ich kann das gar nicht und ich fühle mich am freiesten einfach. Ich habe es auch irgendwann, ich habe es immer wieder probiert, habe dann gemerkt, nee, das ist einfach nicht mein Ding. Und ich fühle mich am besten, wenn ich gar keine Außeneinwirkung in dem Augenblick habe, sondern mich nicht bewertet fühle oder Druck habe, was zu liefern, sondern einfach das mache, was mir in dem Augenblick gut reingeht. Und ob ich das dann nachher verwende oder ob ich das veröffentliche oder ob ich das nach 2 Tagen immer noch gut finde, kann ich mir ja dann überlegen. Aber in dem Augenblick fühlt es sich dann voll gut an. Aber ist es nicht so, fallen lassen und das ist gut fühlen, ist die eine Sache. Beim Schreiben habe ich oft das Gefühl, dass das Motto da auch gilt, du musst dahin, wo es weh tut, dann wird es richtig gut. Kannst du da eine Balance haben? Eine Balance zwischen reingehen und... Naja, sich so fallen lassen, aber trotzdem ja auch, also du singst ja halt trotzdem jetzt nicht über... Das ist ein schöner Sommertag. Alles ja, aber man kann sich doch in Schmerz unfassbar gut reinfallen lassen. Ich kann zum Beispiel gar nicht weinen vor anderen. Ich kann nicht. Also, das ist zum Beispiel, kann ich gar nicht gut. Aber brauchst du Zwiebeln? Bin, ja, genau. Rote. Nein, Scherz. Aber wenn ich alleine bin, dann kann ich in diesen Schmerz reingehen. Das könnte ich mit anderen 0,00 gar nicht. Aber halt so dieses Gehen lassen von so Schmerzgefühlen, Trauer, Sehnsucht, Depressionen auch, das kann ich ehrlich gesagt nur alleine und genau dann kann ich das auch in der Musik. Ist auch voll geil, wenn es dann so richtig dreckig geht und dann hört man noch so voll den traurigen Song, also auch hören, geht mir gar nicht unbedingt um machen immer nur, aber auch dann hörst du dann den schlimmsten Song und dann suhlst du dich so im Selbstmitleid. Das tut voll gut. Das ist was Gutes, finde ich. Wie ist das eigentlich, wenn
wenn du da so anderen so die kreative Freiheit gibst, ist denn das, wenn jetzt jemand für dich, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, du kommst hier zu dem Interview und ich habe schon mal uns Getränke bestellt, wie stehst du dazu? Kannst du das ab? Magst du, wenn Leute auch mal für dich sowas mitbestellen? Das ist noch nie passiert, aber ich finde das richtig spannend. Wie du darauf reagierst? Nee, was du bestellst. Ach so, wenn ich dann so... Weil ich mir denke, du würdest dir wahrscheinlich Gedanken machen, ja, was passen würde und dann würdest du was bestellen und dann bin ich gespannt, was du wählen würdest. Weil verdammt, das wäre der richtige Icebreaker gewesen. Du hättest dann entweder gesagt, nee, ich gehe jetzt mal wieder, was soll denn das? Was denkst du von mir? Oder, das würde ich nicht machen. Oh, verdammt. Ich schon verpasst. Spannend. Naja, das ist bestimmt nicht das letzte Interview, bei dem du trinkst. Kannst du nochmal bringen, den Gag? Okay, aber du hattest noch nicht, dass jemand für dich mal so bestellt hat oder für dich mal so eine Entscheidung getroffen hat. Auch so, kann ja auch sein, so für dich kommt gleich das Essen im Restaurant ja auch. Es gibt so Situationen. Hattest du die nicht? Nein, noch nie. Nur für mich hat noch nie jemand bestellt, hat sich noch keiner getraut. Scherz. Nee, aber also ich hätte auch kein Problem damit zu sagen, dass mir irgendwas nicht schmeckt. Aber ich finde es auch zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn andere Menschen so straight einem widerspiegeln, was sie gut finden. Aber ich finde es trotzdem voll geil, wenn sowas mal passiert. Ja. Also fände ich spannend. Was hast du denn so auf deinem Tour-Rider so drauf, was ich jetzt nicht erwarten würde? Magst du da was teilen? Was habe ich drauf, was man nicht erwarten würde? Ich habe drei verschiedene sehr exquisite Bubble-Getränke da drauf, weil ich bei einem Wein-Podcast war und mir die ans Herz gelegt worden sind. Hm. Und ich glaube, das würde man nicht denken, weil dafür braucht man Ahnung, aber die habe ich ja nicht, sondern die wurden mir zugesteckt. Ja, das sind so Champagnerartige Getränke, die aber nicht so teuer sind wie Champagner. Ja. Mhm. Ja. Also das heißt, du kennst dich so... Deine Erfahrung in der Musikbranche hat auch eine Erfahrung in einer Range an Getränken mit sich gebracht. Wissen vielleicht? Aber ich trinke eigentlich so viel Alkohol einfach. Ich vertrage das nicht so gut. Deswegen kenne ich mich nicht so gut aus. Aber wenn es richtig gut schmeckt, dann bin ich auch mal dabei. Da merkt man sich das. Was ist so dein Lieblingsdrink? Habe ich nicht. Ich habe keinen Lieblings. Es kommt auf die Stimmung an. Aber also Espresso Martini trinke ich auf jeden Fall gerne. Ja. Mhm. Und was geht so gar nicht? Das weiß man ja Tequila. Irgendwie immer. Tequila. Bah. Aber also Schnaps im Allgemeinen, muss ich sagen. Aber Tequila ist, wenn ich das schon rieche, ist schon übel. Okay, dann gibt es meist eine Vergangenheit. Ich habe das mit Gin Tonic. Ja. So. Gin Tonic mag ich auch nicht. Ich mag auch Gin nicht so gerne. Ist ja so, ich bin auch froh, dass dieser Gin Tonic-Hype so ein bisschen abgeflaut ist. Ist also, das so? Ich wollte gerade sagen, in Berlin habe ich das Gefühl, der ist noch präsent. Das ist so, wenn du nicht weißt, was du einer Person schenken sollst, ich hole mal einen schönen Gin. Ja. Also auch die Flasche muss dann schön aussehen. Das gibt ja da und dann, ja. Und dann kriegst du erstmal so einen Podcast zu so einem Gin, wenn du einkaufen gehst. Das ist alles passiert. Also siehst du, das wirkt schon. Ballert. So eine Kristallkugel hervorholen würde. Und wir könnten so in die Zukunft gucken. Was würdest du über dich gerne wissen wollen? So wie ich hätte gerne vorher das mit dem Gin Tonic gewusst. Das komme ich jetzt so. Boah, das ist jetzt voll deep, aber willst du das wirklich wissen? Ich glaube, ich würde gerne wissen, wie es mit mir zu Ende geht. Ey, das ist wirklich... Würde dir das Leichtigkeit geben, wenn du das wüsstest, oder? Nee, ich bin einfach nur scheiße neugierig. Ich bin einfach sehr neugierig. Ja. So weit geht deine Neugier? Das ist ja wirklich... Ich habe gerade das Erste gesagt, was mir in den Sinn gekommen ist. Ich muss da jetzt nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so ist, aber das würde mich schon interessieren. So, ja... Ich weiß nicht. Es gab mal so einen Film auch wirklich so. Ich glaube, das ist ein belgischer Film. Da haben dann alle mit einmal erfahren, das Datum, an dem die sterben werden. Und dann ist so die Welt. Das Datum will ich nicht wissen. Komplett aus. Nur wie? Das finde ich interessant. Ah ja, interessant. Gut. So rein vom Neugierfaktor her. Okay. Ja, ich bin sehr neugierig. Was willst du über die Welt wissen, wenn du dann auch noch da das ebenfalls. Das regt mich übrigens tierisch auf. Also was? Das Sterben, das finde ich in Ordnung. Aber, aber was mich voll aufregt, ist, dass ich einfach niemals wissen werde, wie es weitergeht. Weil man kann ja so in die Geschichte kann man ja ganz weit zurückgucken. Man kann so voll viel erfahren darüber, was so alles schon...
also zumindest was so halb festgehalten wurde, wie wohl irgendwelche Kulturen sich entwickelt haben und alles, aber man kann ja auch schon bis kurz nach dem Urknall alles zurückverfolgen eigentlich, also nach Stand der Wissenschaft glaubt man das zumindest. Aber man weiß ja nicht, man kann ungefähr ausrechnen, so wann geht die Erde zu Ende und wie wird das mit dem Universum weitergehen. Aber ich würde gerne wissen, wie es mit der Menschheit zu Ende geht und wie es halt in den nächsten 1000 Jahre sich so entwickeln. Mhm. Also so auch technisch gesehen, wie wird das alles aussehen und gibt es jetzt diesen Clash, weil meistens so Hochkulturen, die so lange jetzt schon am Start sind, sind in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, so ungefähr, gab es da so einen Crash und die sind dann so kaputt gegangen und alle gestorben und dann kommt so eine neue Hochkultur. Und das würde mich auch interessieren, ob das denn passiert oder ob es einfach weitergeht. Das sind so Fragen, das finde ich voll gemein, dass man das niemals wissen wird. Oder weil du denkst, dass solange du lebst, haben wir so einen gewissen Standard, der sich gar nicht so viel verändern wird? Naja, doch, aber also die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch jetzt ausstirbt, ist sehr, 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 sehr gering, weil wir so viele sind, das habe ich letztens gelesen. Und also ich glaube trotzdem, aber auch wenn es so sein sollte, dass irgendwas Krasses passieren würde, würde ich trotzdem wissen, wie es dann danach weitergeht. Ich bin ja nur noch so 50 Jahre, wenn es gut läuft, bin ich noch 30, 40, 50 Jahre da. Und das ist schon sehr wenig, jetzt so auf die Geschichte. Naja, aber guck mal, du hast ja dann, also wir sind ja ungefähr so ähnlich im sachten Jahrgang. Ja. Dann hast du ja auch total mitbekommen, so jetzt ist so Internet da, du kannst jetzt kannst du mit dem Handy plötzlich alles nachschauen. Und es war schon sehr, also das hat ja passiert. Das ist total viel passiert. Ja. Also ich denke schon, da könnte man viele Serien und so Spin-off-Sachen und Franchises draus machen. So. Ja. Also es geht mir gar nicht mal darum, dass mehr passieren soll. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach nur um diese Neugier von, wie geht's weiter? Wie geht die Geschichte zu Ende? Ja. Okay, aber dann hast du einfach, dann ist es ja nie genug. Dann willst du immer noch mehr wissen, oder? Wissen hast du nie genug dann. Ja, so irgendwie nicht. Oh, das ist stressig. Das stelle ich mir stressig vor. Nee, ist auch geil. Das ist voll, ich fühle mich voll lebendig dadurch, dass ich bin sehr neugierig einfach. Ja. Google auch immer alles. Ja. Aber es macht mir auch Spaß. Oh, bist du dann, wenn du etwas schaust, dass du dann auch gleichzeitig nachgucken musst, woher du einen Schauspieler, die Schauspielerin sonst noch kennst oder was die als nächstes machen? Wenn ich die Serie gut finde, dann bin ich schon ein Deep Diver auf jeden Fall, ja. Ah, okay, wir werden da, okay. Aber was auch hinzukommt, ist, ich bin sehr vergesslich. Also ich habe auch oft schon Sachen nachgeguckt und ich kann auch Serien zweimal gucken und bin jedes Mal wieder überrascht. Oh, wie schön, das ist doch ein Geschenk. Neugierig, aber vergesslich. Ja. Ah, toll. Ja, super. Du war in der Schule auch sehr hilfreich. Und so auf der Bühne, hast du da noch irgendwo einen Teleprompter stehen, den man nur nicht sieht oder was? Nee, ich vergesse nur Sachen, wenn ich Blackouts habe. Dann passiert's. Aber sonst bin ich eigentlich, auf der Bühne bin ich sehr focused. Ja. Aber ich glaube, das ist das Adrenalin, das macht dann so einen Tunnelblick. Was funktioniert, ne? Adrenalin, ich finde, da macht man nicht genügend Werbung für, dass das im Positiven richtig gut Sachen macht. Macht aber auch Durchfall. Wirklich, du bist so die Ambivalenzperson einfach. Du kannst nicht einfach mal was stehen lassen als, ist doch eine nette Sache. Nee. Ich frage mich auch direkt so, wie ist denn eigentlich so, wenn man mit dir so ein Kneipenabend macht. Wie ist denn da ein guter Abend mit dir? Bist du da auch so, willst du da mehr erfahren? Willst du da einfach, weiß ich nicht, singst du? Wie ist so ein Abend mit dir? Singst du da auch? Ich singe nicht, keine Angst. Das war früher so. Früher bin ich allen auf die Nerven gegangen. Aber das mache ich eigentlich nicht mehr. Nee, ich glaube, ich bin ein witziger Mensch. Also bist du, aber wenn ich mag Humor, ich mag guten Humor und ich finde es gut, wenn man ein bisschen was ab kann und ich kann aber auch sehr tiefe Gespräche führen und weil ich jetzt nicht so neugierig bin, frage ich auch tatsächlich sehr oft, wenn ich Leute noch nicht so gut kenne, dann frage ich sie auch sehr schnell ein bisschen aus, also das klingt jetzt so negativ, oder ich bin einfach sehr interessiert, Menschen zu verstehen und kann mich sehr gut in langen Gesprächen verlieren. Kannst du mir die 5 Leute sagen, tot oder lebendig, mit denen du gerne mal so eine Barrunde hättest, die du zusammenbringen würdest? Think big.
Okay, also ich würde meine Ur-Ur-Ur-Oma nehmen. Weil du neugierig bist? Weil ich neugierig bin und ich nicht weiß, wo sie gelebt hat oder irgendwas. Ach so, gar nichts? Nee, weil meine Verwandtschaft ist immer viel rumgezogen. Mhm. Und ja, mich würde das interessieren. Ich würde es interessieren, so Stammbaumforschung. Ja. Meine Mutter würde ich auch einladen, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe. Mhm. Dann kann ich sie ganz viel Sachen fragen. Und dann würde ich noch 3 meiner engen Freunde nehmen. Mit denen kann ich auch so rumhängen, aber ich habe die einfach gern und ich habe sie gern um mich. Und ich glaube, dass ich auch dann, wenn ich die Wahl habe, würde ich auch mit ihnen gern rumhängen. Weil ich kann natürlich jetzt auch Amy Winehouse nennen, ne? Oder so, aber ja, kannst du. Ich kenne sie ja nicht und ich bin nicht jemand, der so Menschen glorifiziert, sondern eher die Kunst, die sie machen. Mhm. Und was würde mir es bringen, einen Abend sie kennenzulernen? Das könnte mir ein Bild zerstören. Und ich habe jetzt auch nicht so viele Fragen an sie. Ich finde es schade, dass sie kein Album mehr machen kann, weil sie nicht mehr unter uns weilt, weil ich sie als Künstlerin einfach übelst krass finde und sehr inspirierend und so. Aber das ändert ja nichts daran, wenn ich einen Abend mit ihr verbringe. Okay, du willst halt einfach nicht, dass die Runde versaut ist, weil da ein Faktor dabei ist, den du nicht einschätzen kannst. Schon klar. Ja, oder weil, ja, weil es, glaube ich, genau, es würde nicht so eine große Rolle spielen. Und wenn nicht, dann würde ich lieber mit Leuten in den Abend verbringen, wo ich halt weiß, wird auf jeden Fall cool. Aber da hast du auch, dann ist es ja richtig Arbeit, ne? Ich glaube, dann in solch einer Runde, dann bist du nicht diejenige, die sich zurücklehnt und entspannt. Also ich glaube, du hast dann schon wie eben wirklich viele Fragen. Dann kommst du ja ganz schnell in so eine Moderations-, also einfach nur, weil du ja da... Dann würde ich auch gucken, dass ich die Zeit nutze. Ja, das eben. Ja, aber wenn ich dann schon die Gelegenheit hätte, ich habe so viele Fragen. Ja. Es gibt ja wirklich auch Fragen, die kann man, es gibt Fragen, die kann man nachgucken, es gibt viele Fragen, die weiß man einfach nicht und man wird sie wahrscheinlich auch niemals wissen. Magst du mal so eine teilen können? Was brennt dir so unter den Nägeln? Was ist das eigentlich für eine komische Formulierung? Etwas unter den Nägeln brennt. Nächstes. Können wir googeln, woher das kommt. Ja, genau, aber Fokus. Genau, was ist so? Ja, so ein paar Sachen sind mir, glaube ich, zu privat. Aber meine Uroma würde ich auf jeden Fall fragen, wo sie gelebt hat. Und ich würde gerne wissen, wieso sie mit dem Mensch zusammen ist, mit dem zusammen ist. Ich würde gerne wissen, wie ihr Leben einfach gelaufen ist. Mhm. Ich würde alles gerne wissen, biografisch wissen, was abgeht. Gibt es so Situationen, bei denen du denkst, du hättest gerne auch mehr Entscheidungsgewalt, mehr Gewalt, oh Gott, das blöde Wort, ich überlege ganz ein anderes, aber so dieses, weil ich jetzt gerade so gedacht habe, da hast du so auf Augenhöhe, da hast du so eine Auseinandersetzung mit einer Person gehabt. Wo gibt es so Situationen, wo du dir wünschen würdest, nach dem sich auseinandersetzen mit einem Thema, mit einem Menschen, du hättest auch die Möglichkeit, mehr zu entscheiden, mehr das Sagen zu haben. Das klingt krass, wie viel Formulierung in dem Richtung immer so mit Macht zu tun haben. So gleich so es ist ja auch eine Macht. Das ist schon eine krasse Macht. Also ich bin ehrlich gesagt schon echt überfordert damit, dass ich für mich alles alleine entscheide. Und ich möchte eigentlich gar nicht mehr entscheiden. Das Erste, was mir einfallen würde, wären politische Themen. Ja, weil ich finde, dass soziale Gerechtigkeit ein großes Thema ist auf der gesamten Welt, aber auch hier in Deutschland. Und ich mir so an so vielen Ecken und Enden andere Dinge wünschen würde. Mehr Gerechtigkeit einfach so insgesamt, mehr Ausgleich. Auf der anderen Seite hätte ich auch Angst vor dieser Aufgabe, dass dann auch also alles zu berücksichtigen. Man denkt ja im ersten Augenblick immer, ah ja, ich könnte das alles besser machen und so. Ich weiß ja ganz genau, was ich will. Und dann, wenn man dann aber dabei ist, wirklich was zu entscheiden, dann merkt man wahrscheinlich, wie viele Komponenten man nicht beachtet hat, weil man nicht alle Menschen auf einmal überblicken kann. Und dann hat man so viele Defizite, dass man vielleicht eine Entscheidung trifft, die gar nicht bis zu Ende gedacht ist. Also dafür hätte ich Angst, glaube ich. Aber trotzdem schreit in mir alles nach mehr Ausgleich. Ich habe das Gefühl, das ist eben, wo wir beim Rausch wären, alles, es geht so viel, so schnell vorbei, dass ich oft erst im Nachhinein so wirklich Zeit habe zu realisieren, das war nicht nur nicht okay, sondern das hätte mir auch Zeit geben, da hätte ich was sagen sollen. Ja. Aber es ist ganz oft drin, so einfach dieses einfach weitergehen, einfach still sein, bloß nicht nerven. Bei mir selbst geht es mir vor allem so.
Ja, schon. Also wenn man so eigentlich für sich selber das Wort ergreifen sollte und dann verpasst man den Moment und dann regt man sich so tagelang auf, dass man nichts gesagt hat. Am Merchandise stand, ich war jetzt auf Tour und da gehe ich danach halt immer zum Merch, um halt nochmal Danke zu sagen, auch dass die Leute gekommen sind und manche Leute wollen dann immer noch ein Bild machen oder so. Und da ist es mir mehrfach passiert an einem Abend, dass mir die Typen an den Arsch gegriffen haben beim Foto machen. So einfach. Und ich war so überfordert in der Situation. Ich habe einfach gar nichts gesagt, weil ich dachte, ah ja, jetzt in mir drin, ne, ich bin auch so aufgezogen worden, schalte ich nicht so an. Ja. War doch gar nicht böse gemeint. Aber eigentlich dachte ich mir so, nein, Mann, ich hätte eigentlich, mir war das voll unangenehm und meine erste Reaktion war so, oh, ich will hier weg, ich will ins Backstage. Ja. Merkt man ja auch, dass man dann so reagiert. Ja. Aber ich habe nichts gesagt und bis heute reg ich mich darüber auf, dass ich nichts gesagt habe, weil es natürlich auch wichtig ist dann, ne? Sozusagen, hey, hier ist eine Grenze und die hast du gerade überschritten und das ist nicht cool und vielleicht auch zukünftig bei anderen Menschen, check das mal aus, weil das ist nicht in Ordnung. Ja. Naja, das ist ja auch, das macht ja auch für dich so einen ganzen Abend nochmal, das hat ja, also ich gehe jetzt von mir aus, aber für mich wäre das dann ein auch ein Wechsel vom wie ich mich fühle dann einfach. Stell mir so vor, du hast da gerade so vor den Adrenalinkick gehabt, du warst auf der Bühne, das war vielleicht sogar ein richtig gutes Konzert, kann ja sein. War's. Siehst du? Und dann gehst du dahin, weil das war so super, dass du den Leuten auch eben so nochmal so, ey, hier nochmal ein bisschen näher was zurückgeben möchtest. Und dann ist so eine Situation und das würde total für mich einfach, danach wäre es halt einfach gelaufen, der Abend. So. Ja, also gelaufen war es nicht, aber ich war kurz richtig sauer. Ich bin aber auch ins Backstage und ich habe ja zum Glück die beste Band der Welt und das beste Team der Welt, mit denen ich wirklich alles zeigen kann, weil ich die schon seit über 10 Jahren kenne und unterwegs mit denen bin. Und dann habe ich mich da kurz ausgekotzt und habe gesagt, dass mich voll aufregt und so. Und dann ging es. Dann ging es auch wieder. Okay. Bei deinen Konzerten hast du ja auch so, also du hast ja Unfassbares einfach, also so viel Output schon, dass ich, das muss echt Spaß machen, so eine Setlist zusammenzustellen. Aber da werde ich jetzt wieder bei meiner Zeitkapsel, welcher Song von dir, welchen würdest du eigentlich halt nicht nur gerne mal live spielen, sondern welchen würdest du von dir in eine Zeitkapsel packen, das so, ich nicht, so in 20 Jahren, mach 30 draus, 50, dass die Leute so, das, so rausholen, dann sich so einen Song von dir anhören und der sagt was über die Zeit oder so. Oh, das kann ich nicht sagen. Das ist ja so subjektiv. Ich meine, ich selber mag meine Musik halt gerne, aber ich könnte jetzt nicht für jemanden, also ich kann das objektiv gar nicht betrachten, weil ich bin viel zu nah an diesem Projekt dran. Ich könnte das wohl über andere Songs sagen, aber nicht über meine eigenen. Willst du nicht in der Zukunft was zählen? Nee. Nee? Ich habe gar kein Bedürfnis, Fußspuren zu hinterlassen. Das haben ja ganz viele, gell? Dass man halt so sagt, ich möchte irgendwas zurücklassen und so. Nee. Bei mir ist es nur wichtig, dass ich jetzt in diesem Augenblick, wo ich am Leben bin, das irgendwie so richtig mitnehme und alles so, also mache was, wo ich das Gefühl habe, hey, das gibt mir ein gutes Gefühl und mich mit Menschen umgebe, die ich mag und halt vor allem die Welt nicht schlechter verlasse, wie ich sie vorgefunden habe, im Sinne von darauf achten, wie man mit Mitmenschen umgeht und das ist mir wichtig, aber ob sich danach irgendjemand irgendwas erinnern kann, ist mir ehrlich gesagt total Latte. Ich bin da eh nicht mehr da. Interessiert mich ja nicht. Ja, weil genau, und ich würde ja interessieren, wie es weitergeht, aber wenn nicht, ja, okay. Ja, das ist so wichtig sollte man sich auch nicht nehmen. Guck mal, es ist Chancen ergreifen. Ich rede von Chancen ergreifen. Aber was ist das denn für eine Chance? Was bringt mir das denn? Ich meine, die meisten Menschen sind nach 3 Generationen, kann man sich nicht mal mehr an den Namen erinnern. Meine Uroma, wie gesagt, Uroma. Wie hast du den Namen? Ich weiß nicht mal, wie die heißt, ne? Gar nichts. Ich weiß gar nichts. Ich weiß überhaupt gar nichts. Gibt es nicht so einen Stammbaum? Nee, da muss man richtig in die Forschung gehen. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich frage mich halt auch, also das ist so ein egoistischer Gedanke, zu sagen, ich möchte, dass von mir was bleibt, wenn ich nicht mehr da bin. Und warum? Weil es ein Versuch ist, Kontrolle über etwas zu kriegen, was du nicht kontrollieren kannst. Oder so eine Möglichkeit, zu dir selbst das Gefühl zu geben, es ist schon okay so, wie es gerade läuft. Dann denke ich mir doch, kontrolliere doch lieber dich selbst und versuch in dem Augenblick lieber bei dir zu gucken, was du jetzt momentan machen kannst, was du bewegen kannst in der Zeit, wo du da bist und nicht zu gucken, dass man sich an dich erinnert. Okay, was kann man denn jetzt gerade machen? Oh, man kann viel machen.
Man kann sich für viele Dinge einsetzen, man kann offen durch die Welt gehen, man kann mit offenen Augen durch die Welt gehen, man kann sich umschauen und nicht bloß auf sich gucken, wie es einem selbst am besten geht, sondern gucken, dass man die Sachen, die man mitbekommen hat, die man an die Hand gekriegt hat im Leben, dass man die auch nutzt und die Verantwortung annimmt und versucht, was draus zu machen. Weil nicht alle haben das bekommen mit der Geburt. Ja. Ja. Ich meine nicht dich. Nee, hast du dich gerade angeschnitten gefühlt? Ich habe so gerade so ein bisschen Lust, so ins Pöbelige überzugehen. Du. Aber, ich bin bereit zu pöbeln. Aber kannst du auch von so in einer Barsituation auch was von Leuten eigentlich so lernen, mitnehmen? So, natürlich. Ja? Ja, Perspektiven. Das brauch ich mehr Infos. Na, ich glaube, dass. Ich finde Biografien im Allgemeinen sehr interessant, auch deswegen, weil man selbst ja eigentlich nur die eigene so richtig hat. Mhm. Und wenn man deep divet in Menschen und deren Geschichte, dann kann man insgesamt mehr Empathie für alle Menschen entwickeln, habe ich das Gefühl. Und das finde ich immer total spannend. Also gerade, wenn man im Austausch ist mit jemandem und derjenige erzählt, wie kommt es denn dazu, dass man jetzt da in der Bar sitzt. Deswegen, ich würde gerne noch mal mit euch so anstoßen, auch so vielleicht auch noch mal ein bisschen so auf nach links und rechts gucken, so ein bisschen und was wegschaffen. Das finde ich doch schön. So. Darauf trinken wir. Darauf trinken wir, auf das einzigartige Tap Water. Yay. So aus dem Tap. Daraus trinken wir. Cheers. Daraus auch. Mhm. Beides.